Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Contemporary Brass Music. Mein Name ist Manuel Hillicke und im heutigen Snack geht es um das Gefühl beim Trompetespielen oder beim Spielen eines Blechblasinstruments. Das Gefühl spielt für euch alle, die ein Blechblasinstrument spielen, eine sehr, sehr große Rolle. Das hört ihr immer wieder, wenn Musiker, die von der Bühne runterkommen, oh, ich habe mich schlecht gefühlt und da war ich platt das hat sich ganz komisch angefühlt. Und hier hatte ich nicht so richtig Halt und da ist das und hier ist jenes. Das heißt, man hat mehrere Wahrnehmungsebenen beim Spielen. Und die zwei Hauptwahrnehmungsebenen beim Spielen, die kennt ihr alle, das ist der Sound und das ist das Gefühl. Ja? Den Sound könnt ihr messen. Ihr könnt es aufnehmen, könnt euch das später anhören. Ihr seht nicht unbedingt, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Selbst wenn ihr eine Filmaufnahme habt, weil das sehr subjektiv ist. Und das kann von ganz vielen verschiedenen Faktoren an einem Tag natürlich beeinflusst werden. Psychische Grundsituation, Stress im Allgemeinen, ja, körperliches Befinden und. Aber ich möchte heute auf was anderes hinaus. Denn neben diesen zwei Parametern beim Spielen, also des Bewertens oder des Rekapitulierens, also Sound und Gefühl, gibt es noch die Funktionalität. Und die spielt beim Üben eine ganz große Rolle. Bisher, oder ich sag mal so, im traditionellen Üben war es immer so, dass wir natürlich über den Sound gegangen sind und über das Gefühl. Ja? Wenn es gut klingt und man sich schlecht fühlt, ja super, dann ist trotzdem alles okay, so ungefähr. Aber da bleibt noch so was Vages im Äther, wo man nicht genau weiß, ja, was ist denn das jetzt? Wieso habe ich mich denn jetzt so gefühlt? Und ich möchte eine dritte Komponente hinzufügen, die fast die wichtigste Komponente ist. Das ist nämlich die Funktion, die Funktionalität. Und ich erkläre immer wieder in meinen Videos, dass das so unglaublich wichtig ist. Weil wenn die Funktion stimmt und das Gefühl nicht, dann wird das Ergebnis trotzdem irgendwann gut. Es hilft euch natürlich jetzt nicht ganz konkret beim Konzert, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt und das Ergebnis ist schlecht und es klingt auch schlecht und ihr seid unzufrieden, klar. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wenn ihr aber anfangt, richtig zu arbeiten, und zwar genau an der richtigen Stelle, und die Funktion verbessert sich, dann wird auch das Gefühl besser und dann wird natürlich auch der Sound besser und das Ergebnis. Und jetzt kommt's. Wenn die Funktion ideal ist und selbst wenn das Gefühl schlecht ist, könnt ihr trotzdem ein hervorragendes Ergebnis abliefern. Und das ist eigentlich unser Ziel beim Spielen. Das heißt, wenn ihr euren Körper kennenlernt, wenn ihr versteht, welche Funktion wann eine Rolle spielt, wie das zusammengreift, und das mache ich ja hier auf meinem Kanal, bei allen Videos, wo Technik draufsteht, aber auch wo Psyche draufsteht, wenn ihr das begriffen habt, dann könnt ihr das ganz große schwarze Lochgefühl, das könnt ihr so ein bisschen umschiffen. Sound natürlich nicht. Ja? Sound spielt immer noch eine wahnsinnig große Rolle. Also zumindest für den jetzigen Status quo. Langfristig gesehen spielt Funktion noch eine größere Rolle als Sound, weil wenn die Funktion stimmt, der Sound langfristig auch besser wird. Wieso erzähle ich euch das alles? Ich erzähle euch das, um euch zu motivieren, die richtigen Dinge zu üben und auch eine gewisse Zeit dran zu bleiben. Weil wenn die Funktion stimmt, verbessern sich die 200 Sachen automatisch. Und gebt auf das Gefühl nicht so viel, denn in der Regel ist es so, wenn ihr jetzt nicht einen richtig guten Tag habt und euch irgendwie komplett die Sonne aus dem Arsch scheint, ja, dann fühlt ihr euch nie so wahnsinnig dufte auf der Bühne. Es ist immer irgendwas, was euch stört, ja. That's life. So. Entweder stimmt in der Vorbereitung was nicht, oder ihr habt gerade Beef mit einem Mitmusiker, oder es ist zu warm, oder die Scheinwerfer knallen euch ins Gesicht. Und. Ja? Vielleicht habt ihr Stress zu Hause und ihr seid ein bisschen angekränkelt. Also, letzten Endes fühlt man sich auf der Bühne nur richtig gut, wenn alles wirklich wunderbar funktioniert und wenn man im Flow ist. Das ist natürlich das Ziel. Aber in den seltensten Fällen ist das so. Es sei denn, man ist professionell auf Tour, macht jeden Tag die gleiche Produktion, dann ist die Chance, dass das passiert, natürlich viel größer, weil die Rahmenbedingungen besser sind. Also nochmal, Gefühl, Funktion, Sound. Ja? Ersteres trügt, zweiteres, da solltet ihr euch drum kümmern und der Sound ist natürlich nach wie vor die Instanz. Aber Funktionalität
solltet ihr auf dem Schirm haben, denn nur dann kommt ihr langfristig weiter. In diesem Sinne, das war der heutige Snack. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht mich im Club. Da arbeite ich mit euch an all diesen Sachen und besucht mich auf meinem Patreon-Kanal. Da lernt ihr all diese Sachen im Detail kennen. Und genau, und dann werdet ihr schlicht besser auf einem Blechblasinstrument. Das war's. Euer Manuel. Macht's gut. Ciao, ciao.